Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von CTR. Ja, das Abenteuer geht weiter und ist ja kurz davor beendet zu werden. Wir müssen noch 3 Edelsteine und 2 andere Rennen und nochmal Oxid besiegen. Und ja, wir machen weiter mit Grün, Blau. Blau Edelstein. Komm. Hoffentlich funktioniert der genauso gut wie die anderen. Brauchst du ein Combri-Primer? Ja, dieses Video, das kommt dann das erste Mal, wenn online gefahren wird. Wieder ab Montag geht es überhaupt weiter mit online. Ja, weil so entsprechend kann sein, dass diese Folge halt einen Tick später gekommen ist. Ne, weil ja, ich habe halt gestern aufgenommen noch, aber bis ich das Ganze habe und arbeiten drum und dran, liegt daran, dass ich jetzt einen Link gerade wie Formel 1 habe. Und da ein bisschen mehr investieren will an Zeit, was Trainieren angeht, als mit Controller. So, hier die Strecke sollte eigentlich ziemlich einfach werden mit Abkürzungen. Ja, was für ein Start, aber okay. Ey, kein Turbo, ey, was ist denn hier los? Oh Gott, ich bin komplett bisschen Formel 1 gewöhnt, ja, das ist meine Kiste. Ich bekomme Turbo. Kann ich mit Turbo reinfahren? Nein. Das kann ich komplett vergessen mit Turbo. So, jetzt ist halt aufholen, aber meistens kriegt der letzte ja immer so ein bisschen kleine Vorteile. Wusste ich doch. Deswegen, das benutzen wir gleich für die nächste Runde. Weg da. Danke. Um halt die Abkürzung zu benutzen, weil das ganze Feld ist so sehr eng beieinander. Nein, nein, nein. Es war knapp. Also Coco und Polar sind unsere diesmal Hauptgegner. Kuckuck. Sein. So, dort wird Vorsprung ohne Ende. Wow, ja, die ganze Gerade haben wir Vorsprung. Bedeutet schon mal sehr viel Zeit, die wir Vorsprung haben. Wow, was für ein Deutschlaber hier wieder. Die können natürlich in die Abkürzung fahren und wir die natürlich locker kriegen. Aber ich krieg Turbo. Kann ich nutzen, um meinen Vorsprung auszubauen. Hä? Und ab. Feuer, geh weg, ich will noch Äpfel. Das ist der erste Sieg im ersten Rennen im Pokal. Was ist das denn für ein Cortex? Jawohl. Okay, wir haben auf jeden Fall Polar und Coco als Gegner. Das ist, ja, interessant. Und Cortex, glaube ich, holt den ersten Punkt. Was, wie gesagt, was damit auf sich hat, das werdet ihr dann am Montag sehen in der ersten nächsten Online-Folge, der dritten, so gesehen. Ja, meistens werden online halt ein paar Kämpfe halt kommen, aber größtenteils halt nur Rennen. Und es kommen auch wieder ja, jetzt 2 Edelsteine. In der nächsten Folge dann ein Edelstein, die anderen Rennen und dann das Finale. Also gesehen gibt es noch 3 Folgen. Also am Montag sollte dann theoretisch die letzte Folge kommen. Theoretisch. Ja, wenn das so läuft, wie ich es mir vorstelle. Den Sonntag, Sonntag. Abwasserring. Ich habe eine komische Reihenfolge. Aber es ist nicht unbedingt die Strecke, die ich mag. Die dumme Kuh sich die Kiste gekrallt. Und die Äpfel noch.
Uiui, war knapp. Nein! Irgendwie ist das nur logisch, dass das passiert, ne? Huh. New Deal. Was ist der eigentlich her? Wo ist Coco? Da war Coco nur halt ausnahmsweise mal schnell. Eigentlich ist Polar unser Hauptgegner. Mein Äpfel. Innen. Polar bleibt stehen. Jetzt ist er kaputt. Ja, in dem Moment ist er kaputt gefahren worden. Oh, nicht gerechnet, dass die da ist, die Kiste. Nur Polar ist ein bisschen auf den Fersen. Der Rest ist ein bisschen abgeschüttelt. Komm schon! Polar schafft es nicht! Und das ist der zweite Sieg, jawohl! Ja, die 1 trägt euch zurecht. Ich glaube, wir haben irgendwas freigeschaltet gerade. Ich glaube, das sind diese Karts, die eigentlich Tower auf Turbo haben oder so. Diese Buggies und so, die man freischalten kann. Plus Charaktere, die man freischalten kann, das ist auch nicht schlecht. Ah naja, jetzt geht's zum dritten. Wenn wir das gewinnen, dann sind wir durch. So gut wie, wenn Polar nichts weiter wird, dann auf jeden Fall. Nitro-Räder. Ja, das ist logisch. Drachenminen, geil. Mach den Polar fertig. Leute, was macht ihr hier? Friss! Nee, lieber... Jetzt! Natürlich was Polar nicht erwischt. Na warte, Polar. Hier. Oh, vorsichtig. Selber reinfahren. War irgendwie klar. Das war irgendwie logisch. Das ist einfach ein Karma. Das kommt halt immer zum schlechten Zeitpunkt. Wir haben halt genug Äpfel jetzt. Wir müssen irgendwie Polar kriegen noch. Na geil. Erwischt. Wir werden ja selber erwischt. Komm, ist das so schnell. Kommt hier die Tiger. Mach ihn platt. Getroffen? Nee, sind sie auch getroffen. Na, Polar gewinnt. Willst du mich? Oh Gott, was war das denn? Oh Gott, ich dachte echt, die Teenie Tiger jetzt gewonnen hat. Große Finale jetzt.
Große Finale im Finalrennen, ja geil. Das heißt, definitiv vor Polar im Ziel. Wenn der gewinnt, dann haben wir ja verloren. Das wäre nicht so schön. Ich würde gerne die Cups natürlich, wenn es geht, immer im ersten Moment gewinnen. Ja, Rennen muss ich nicht alle gewinnen, aber halt. Es gibt immer nur einen, der stark ist. Und das ist halt diesmal hier Polar. Was ich halt ziemlich gut für ihn finde. Und das ist eine gute Strecke. Aber auch gleichzeitig eine schlechte Strecke. Natürlich haben sie alle einen Turbostart. Du siehst eigentlich, die immer einen Turbostart haben, sind die Hauptgegner. Tschüss! Gut, es scheint wohl, dass Polar relativ weit hinten ist. Wow. Polar ist noch nichts zu sehen. Okay, Polar wieder auf Platz 4. Polar auf Platz 2. Den hab ich getroffen. Ich hab einen falschen getroffen, oder? Ja. Ja, für einen super Umweg. Woll. Ein harter Kampf ging. Polar und Polar ist irgendwo reingefahren. Okay, wir konnten einen guten Vorsprung erarbeiten. Polar nicht unter den ersten 4. Aber kann es sein, dass der erste mal langsam gemacht wird? Jo, Akku, Akku, meiner. Das nutzen wir natürlich mal richtig aus jetzt. Wow, okay, aber egal, wir gewinnen den Cup doch. Jawohl. Boah, war das ein Rennen jetzt gerade. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Nun, Polar wird noch Dritter, wird er noch Dritter? Nee. Dann ist die Entscheidung gefallen, 22 Punkte nur für Polar. Sehr gut, sehr stark. Auch wenn ich theoretisch jetzt jeden Edelsteincup in eine eigene Folge packen könnte, von der Länge her, mache ich lieber zwei, habt ihr ein bisschen mehr Cup-Action, mehr Rennen. Und von daher, das ist schon in Ordnung. Plus man sieht nur einmal ein Podest, und das ist auch gut. Ne, also wir sehen dann zwei, aber naja. Lauer Edelstein. Nicht traurig sein, Polar, hast gut gekämpft.